Ich lese da mal vor. Lach jetzt schon. Ganz ernst. Das Geburtstagsgeschenk. Also, ich wollte ein Geburtstagsgeschenk für meinen Freund kaufen. Das ist so ein richtiger Nerd. Der steht total auf dieses Pen and Paper Rollenspielzeug. Ihr kennt das vielleicht. Das ist dieses Spiel, bei dem man so tut, als wäre man ein Zauberer oder ein Hobbit, und dann würfelt man und diskutiert stundenlang über die Regeln. Wie Mau Mau, nur ohne Karten und mit mehr Drachen. Auch wenn mich das nächste Mal einer fragt, was Rollenspiel ist. Also ab in den nächsten Online-Rollenspiel-Shop. In meinen Breiten kenne ich keinen Laden, der sowas im Angebot hat. Kniffel, Siedler von Karton, Spitz was auf oder eine Strickliesel, das bekommt man alles im regulären Einzelhandel, aber Pen- und Paperbücher? Daher veranstalte ich ein heiteres Klick-Klick und Potzblitz. Schon stehe ich virtuell zwischen digitalen Regalen voller Bücher, die alle so aussehen, als könnten sie mich, wenn ich sie falsch umblättere, jederzeit in den Frosch aus dem Logo verwandeln. Oder eine Eidechse. Oder eine Kröte. In so einen Lurch halt. Ein bisschen eingeschüchtert durch die finsteren Blicke von Schurkenzauberern klicke ich mich durch die Kategorien, die so aussehen, als hätte jemand einen Harry Potter-Film in einen Ventilator geworfen, die Reste dann in die Regale sortiert. Da springt mir plötzlich ein Titelbild ins Auge. Klare Strukturen, eine mysteriöse Komposition aus nebligen Grauen, Wolken Weiß, der Hauch von Freiheit und Abenteuer. Allerdings weiß ich nicht so recht, was ich von diesem Spiel halten soll, denn laut Titel auf dem Cover heißt es: Abbildung noch nicht verfügbar. Das muss jetzt erstmal sacken. Fünf Minuten vergehen. Pen- und Paper-Regelwerk murmel ich versonnen vor mich hin. Da erscheint wie aus dem Nichts ein Chatfenster. Offenbar klang mein Murmeln wie ein Simsalabim, oder ich habe mich zu lange bei Abbildung noch nicht verfügbar aufgehalten. Ein freundlicher Avatar, ein Typ, der wie ein Honigkuchenpferd grinst, mit Brillebart und einem akkuraten Scheitel in der graumelierten Franse, fragt mich: Kann ich dir helfen? Ja, danke, ich suche dieses Pen-and-Paper-Regelwerk, tippe ich ein und hoffe, dass das jetzt halbwegs professionell klingt. Der Avatar nickt wissend, als hätte ich gerade den geheimen Code der Bruderschaft der Würfelschubser benutzt, und fragt mit keckem Lächeln: D&D? Pathfinder? Shadowrun? Tipp's an, mein Freund, denn nur den Tippenden kann geholfen werden. Sag an, welches System suchst du? Ich merke, wie ich nun doch langsam in Panik gerate. System wie System. Ich habe doch von Pen und Paper genauso viel Ahnung wie von Quantenphysik. Ich dachte, ich kaufe einfach ein Buch. Ja, also das mit den Würfeln tippe ich zurück. Mit Würfeln, wiederholt er und grinst noch breiter. Klingt nach Pathfinder. Klassiker, einsteigerfreundlich, gute Wahl. Ein Link erscheint und ich klicke drauf. Da ist es, das Pathfinder-Grundregelwerk. Auf dem Cover ein Drache, der für meine Begriffe extrem realistisch aussieht. Instinktiv drehe ich mich suchend nach einem Feuerlöscher um. Das hier sind die Kernregeln 2, erklärt der Avatar. Alles, was man für den Anfang braucht. Schau dir die Screenshots an. Ich durchstöbere also die Seiten und merke, dass ich etwa so viel verstehe wie von Bedienungsanleitungen für Mikrowellen auf Koreanisch. Initiativewürfe, Charakterbögen, Zauberkomponenten. Ich bin sicher, dass einige dieser Begriffe bereits anno Schlag-mich-tot in den Hexenprozessen verwendet worden sind. Aber genau das Richtige für meinen Freund, denke ich, nicke in dem Bewusstsein, dass der Avatar das gar nicht sieht, und klicke auf mein digitales Portemonnaie. Das Pathfinder-Buch scheint dick und schwer, zumindest sieht es so aus, fast wie was für Muskelaufbautraining, nur digital. Was kostet der Spaß, tippe ich, obwohl ich die Antwort lieber nicht wissen will. Er nennt mir den Preis, nicht ganz so hoch wie die Verteidigungsausgaben eines kleinen Landes, aber nah dran. Dann fragt er: Noch Würfel? Und ich, alter Kniffel und Mensch ärgerlich, nicht sympathisant, sage: Jo, mach mal Würfel dazu. Gut, sagt er, W4, W6, W8, W10, W10%, W12, W20. Ich starre auf den Bildschirm, beginne sanft so zu transpirieren. Sage ich, einfach Würfel. Ja, sagt er. Flameburst mit Glitter, Indigo, Amethyst, Irish Coffee Cloud, Toxic Mondschein, Yellow Bolognese oder Werwolf Kotzgrün. Da ich Kaffeetrinker bin, vor allem morgens, entscheide ich mich für Irish Coffee Cloud, wird schon passen. Ich zahle und verlasse den Shop mit dem Buch und den Kaffeewürfeln in meinem virtuellen Einkaufswagen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade einen magischen Gegenstand erstanden.
Drei Tage später überreicht mir der DHL-Mann das Paket und ich ertappe mich bei dem Gedanken, es einst wie Frodo seinen Ring in den Schlund eines Vulkans werfen zu wollen. Dann verwerfe ich die Idee, denn im Ruhrgebiet gibt es bestimmt kleine Menschen mit haarigen Füßen, aber aktive Vulkane sind hier eher dünn besät. Also packe ich das Buch nun aus, wundere mich über die beigelegte Grußkarte von einer Künstlerin namens Charoki oder Sirtaki und umwickle das Buch dann mit viel zu viel Geschenkpapier und einer Schleife, die aussieht, als hätte sie den Kampf mit dem Drachen auf dem Cover schon verloren. Die Kaffeewürfel popel ich dann irgendwie noch mit in das Papier, was das Geschenk nun aussehen lässt wie eine Packung Fleischwurst nach 4 Wochen Urlaub unter der Küchenzeile. Scheußlich, aber egal, denn ich habe nun ein Geschenk und zwar nicht irgendeins, sondern eins mit Stil. Da wird mein Freund Augen machen. Am Geburtstag selbst überreiche ich ihm das Paket mit einem triumphierenden Grinsen. Er packt es aus, seine Augen leuchten. Pathfinder und Irish Coffee Cloud Würfel, das wollte ich schon immer haben, ruft er begeistert. Mein Freund, der Nerd, was übrigens nur ein anderes Wort für bekloppt ist, aber viel feinsinniger klingt, ist glücklich. Mission erfüllt, 20 Erfahrungspunkte für mich und eine Stufe aufgestiegen. Wie gut, dass ich mich gegen Abbildung noch nicht verfügbar entschieden habe. Manchmal denke ich mir, ist das Leben auch nur ein Abenteuer, auch beim Bücherkauf im Onlineshop. Dankeschön. Ganz großes Kino. Oh mein Gott, das ist ja großartig. Alter, ich liebe es. Das ist ein fantastischer Text. Ja, ne? Oh mein Gott.